Fahrt. Stolz Amiri. Du warst. Ich komm noch freiwillig, muss nicht so. Ich brauch die. Ich trau mir das auf Straße ohne Maske, ohne nichts. Das wird da nichts. Der deutsche Rechtsstaat, nachdem er das Problem definiert hat, der muss handeln. Und zwar sofort und jetzt. Oktober 2022. Türkische Spezialkräfte nehmen einen seit Jahren in Deutschland gesuchten Verbrecher fest. Er war, auf Deutsch gesagt, der Mann fürs Grobe. Von den Straßen Berlins über Bremen und Hamburg bis hin zu den Vierteln in Nordrhein-Westfalen. Großfamilienclans sind immer wieder in den Schlagzeilen. Aber was steckt wirklich hinter den Geschichten, die wir in den Medien hören? Wie leben diese Familien? Welche Personen führen den Clan an? Auf all diese Fragen gehen wir in unsere Doku-Reihe ein. Deutschlands Clans, Teil 1. Der Miri-Clan ist in Bremen, Berlin und Essen ansässig. Der Clan weist mafiöse Strukturen auf und wird mit organisierter Kriminalität in Verbindung gebracht. Der Miri-Clan, auch Miri-Familie genannt, ist eine aus dem Libanon stammende Großfamilie. Er zählt neben dem Abu Chaker, Al-Zain und Remo-Clan zu Deutschlands einflussreichsten Clans der organisierten Kriminalität. Die ersten Mitglieder des Miri-Clans kamen schätzungsweise in den 1980er infolge des Libanon-Kriegs nach Deutschland. Die Clan-Mitglieder sind nicht immer zwangsläufig miteinander verwandt. Vielmehr identifizieren sie sich über ihren gemeinsamen Nachnamen, der nach der Einreise in den Libanon frei gewählt und beibehalten wurde. Der Miri-Clan steht mit organisierter Kriminalität in Verbindung. Darunter fallen Drogenhandel, Diebstahl und Hehlerei. Dem Miri-Clan werden geschätzt 30 Familien mit rund 3000 Personen zugeordnet. Die Familienmitglieder leben vorwiegend in Bremen, im Ruhrgebiet und in Berlin. Circa 1800 Personen des Clans sollen bereits straffällig geworden sein. Zum Drogenhandel, Körperverletzung und Betrug kommen Aktivitäten im Rotlichtmilieu und der Handel mit illegalen Medikamenten. Darüber hinaus werden dem Clan enge Kontakte zum verbotenen Bremer Motorradclub Mongols MC unterstellt. Kommen wir jetzt zu den bekanntesten Personen aus diesem Clan. Das illegal nach Deutschland eingereiste libanesische Clanmitglied Ibrahim Miri darf abgeschoben werden. Das Bremer Verwaltungsgericht lehnte jetzt einen Eilantrag des Inhaftierten ab und machte den Weg für eine Abschiebung Miris frei. Der Libanese wurde in Deutschland von 1989... Clanchef Ibrahim Miri kam nach Abschiebung erneut illegal nach Deutschland. Der libanesische Clanchef Miri ist in sein Heimatland abgeschoben worden. Mit einem Eilantrag hatte er bis zuletzt versucht, das zu verhindern. Angeblich drohe ihm eine konkrete Gefahr für Leib und Leben. Die Richter sahen das anders und machten den Weg für die Abschiebung frei. Ibrahim Miri, der Boss des Miri-Clans, wurde Ende 2019 zum zweiten Mal in den Libanon abgeschoben. Ibrahim Miri ist für rund 150 Straftaten verantwortlich und wurde unter anderem wegen Raub, Diebstahl und Drogenhandel verurteilt. Ende Oktober 2019 tauchte er nach seiner Abschiebung wieder in Bremen auf, stellte einen Asylantrag und wurde festgenommen. Ibrahim Miris illegale Rückkehr sorgte bundesweit für Aufsehen. Der Asylantrag wurde abgelehnt, woraufhin Ibrahim Miri wochenlang in Abschiebehaft saß. Mit einer Klage wollte Ibrahim Miri die erneute Abschiebung verhindern, scheiterte jedoch und wurde erneut abgeschoben. Ahmad Patron Miri wegen Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz vor Gericht. Im September 2019 wurde Ahmad Miri, der sich selbst Patron nennt, wegen einem Verstoß gegen Meldeauflage verhaftet, kam jedoch einen Tag später wieder frei. Nur kurze Zeit später, im Januar 2020, stand Ahmad Miri aufgrund eines erneuten Verstoßes wegen zweifacher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Waffengesetz vor Gericht. Angeblich soll er die Ex-Frau eines befreundeten Rappers mit dem Knüppel geschlagen haben. Außerdem soll Ahmad Miri an Silvester 2018 auf offener Straße mit einer Pistole geschossen und im Februar 2019 einen Bargast beschimpft und geschlagen haben.
Erst vor kurzem kam er aus dem Gefängnis. Haysem Miri aus Bremen. Verdächtig des Mordes und des massenhaften Betrugs. Seine Clanbande soll zigtausende Deutsche um Millionen geprellt haben. Im Oktober 2022 nehmen türkische Spezialkräfte einen seit Jahren in Deutschland gesuchten Verbrecher fest. Er war, wie man auf Deutsch sagt, der Mann fürs Grobe. Es handelt sich um Haysem Miri aus Bremen, der des Mordes und massiven Betrugs verdächtigt wird. Seine Clanbande soll zigtausende Deutsche um Millionen betrogen haben. Auf sein Konto gehen zahlreiche Verurteilungen und Ermittlungsverfahren, darunter Betrug, Raub, sexuelle Nötigung, Verdacht der Vergewaltigung, Bedrohung und Bandendiebstahl. Dann kam es zu dem Tötungsdelikt in Schwanewede, das als Rache für eine Messerstecherei gilt. Tatverdächtigt wurde damals Haysem Miri, bekannt als der Mann fürs Grobe. Esmat Eje alias Sami Miri. Diesen Namen hat er sich wohl selbst gegeben, um zu zeigen, dass er zu einem der berüchtigsten Clanfamilien Deutschlands gehört. Er zeigt seinen 32.000 Followern bei Instagram, was er unter einem angenehmen Leben versteht. Dicke Autos, fette Partys. Sami Miri gilt als bedeutende Figur im kriminellen Netzwerk der weit verzweigten Miri-Familie. In Dortmund wird er wegen bandenmäßigen Drogenhandels gesucht. Die langjährige Flucht von Sami Miri scheint beendet zu sein. Laut Medienberichte soll der international gesuchte 36-Jährige in der Türkei festgenommen worden sein. Dort befindet er sich nun in Auslieferungshaft. Sami Miri heißt eigentlich Esmat E. und lebte in Dortmund im noblen Viertel am Südufer des Phönixsees. Zusammen mit anderen soll er einen Kokainring betrieben haben. Im Sommer 2021 nahm die Polizei bei einer groß angelegten Razzia im Ruhrgebiet 7 Männer aus Miris Umfeld fest. Dies geschah nach der Entschlüsselung von zehntausenden Chatnachrichten eines Kurznachrichtendienstes. Sami Miri wurde als Kopf der Bande identifiziert. Während andere ins Gefängnis wanderten, tauchte er unter. Diese Clans und ihre Strukturen agieren oft im Verborgenen, doch ihr Einfluss ist spürbar und stellt eine erhebliche Bedrohung für die öffentliche Sicherheit dar. Es ist jedoch wichtig zu erwähnen, dass nicht alle Familienmitglieder in kriminellen Machenschaften verwickelt sind. Wie ist eure Meinung dazu? Muss hier der Staat härter durchgreifen? Glaubt ihr, dass solche Personen resozialisiert werden können? Schreibt eure Meinungen in den Kommentaren. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu geben und eure Meinung in den Kommentaren zu teilen. Abonniert unseren Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen. Bis dann. Ciao.